Hey, ihr Nebenquester, willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Ach, diese Musik, die ist halt spannend gerade. Aber wir haben keine Zeit für Entspannung, denn hier gibt's neue Aufgaben. Und wir reden mal mit ihm hier. Ihr habt es geschafft? Wirklich? Danke. Jetzt kann die Bürgerwehr endlich aktiv werden und den Leuten helfen. Ihr habt sicher alle Hände voll zu tun. Haltet durch. Machen wir. So ein paar Tiefschläge kriegen uns Leute in den Slums nicht klein. Ach ja, hier ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Oha, schon wieder eine neue Waffe für Barrett. Schreie aus der Tiefe abgeschlossen. Ja, wir haben den Bahamut Zero Neo Dings da Type Zero oder so letztes Mal abgeschlossen. Haben den platt gemacht. So, warum habe ich mit Barrett eigentlich schon die ganze Waffenmodifikation? Ich glaube, ja. Ja, den Knallprotz, die Atomschere haben wir ja gemacht, diese Nahkampfwaffe, die ich nicht so cool finde. Oha. Auch wieder Nahkampf. Barrett schlägt mit der Faust auf den Boden und schleudert so Gegner im Wirkungsbereich in die Luft. Mindestens zwei Gegner treffen. Geschicklichkeitsbonus. Das ist ja geil. Warte mal, dann nehme ich den mal. Hat auch vier Slots. Warte mal, dann werde ich jetzt noch die Punkte kurz verteilen. Ja, fünf Waffen schon für Barrett. Wie gesagt, sechs gibt es maximal für alle, glaube ich. Hat auch wieder nur zwei Sphären, ha? Ich weiß ja nicht. Aber zwei zusätzliche Materia-Slots immerhin. Das ist schon ganz geil. So, nehmen wir die mal mit. Schaden gegen zerstörbare Einzelteile nehmen wir auch mit. Ist halt leider immer nur für die Waffe selbst und nicht für alle Waffen. Das wäre total immer, aber auch irgendwie lustig. Ne, komm, hier haben wir nichts mehr. Physische Attacke, magische. Schaden von normalen Angriffen, ATB-Aufladung plus 10%. Aha. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich verstehe die Reihenfolge nicht so ganz immer. Das switcht immer einfach so durch, wie es halt gerade passt, habe ich den Eindruck. So. Sehr gut. Damit können wir zwar hier nichts mehr machen, aber wir haben jetzt sechs Slots auf der Waffe freigeschaltet. Krass. Ja, die Atomschere interessiert mich jetzt leider gar nicht, aber die hat auch echt viel physisch jetzt wieder. Oh, warte mal, Tifa hat hier noch 18 Punkte auf den Mithril-Clown. Oh, es gibt doch noch eins bei... What? Habe ich das letzte noch gar nicht freigeschaltet? Alter, zusätzlicher Materia-Slot. Verbinden. Na gut, verbinden. Hä? Warte mal, was? Jetzt gibt es noch einen zusätzlichen. Ach, verdammt. Echt jetzt? Es gibt noch einen Ring mehr? Krass. Da finde ich die ja eigentlich noch besser jetzt, die Handschuhe. Also die Mithril-Klauen. Ist zwar auch wieder mehr für Zaubereien und so weiter, aber... So, warte mal, Barrett. Wir haben Heilen 1 auf Maximum, wir haben Behandeln auf Maximum, Wiederbeleben haben wir noch nicht, aber das hat Cloud ausgerüstet. Wäre eigentlich ganz gut, glaube ich, wenn Barrett das kriegt, oder? Weil Barrett hat ja auch mehr die Überlebensfähigkeiten. TP-Boost. Ich gebe ihm mal noch ein bisschen mehr in Abwehr. Ich meine, das ist jetzt zwar irrelevant, weil wir müssen eigentlich diese Kampfteile hochkriegen. Ja, gebe ich ihm vielleicht doch mal Luft. Ich weiß nicht. Vielleicht brauchen wir es ja noch irgendwo. Widerstand, Zustandsveränderung, TP-Absorption des zugefügten Schadens. Ja, nehmen wir das einfach mal. So, jetzt haben wir nämlich noch Heilen, Barriere, Zerstörung, Zeit, Heilen, Versiegelung. Was fehlt denn jetzt noch bei den Grünen? Sagen wir es mal so. Wir haben nur eine Luft übrigens. Widerstand, Chakra, ja. Gebet, Heileffekt. Nehme ich das nochmal mit. So, alles klar, Rohr. Was haben wir jetzt noch an Nebenquests? Abgeschlossen, abgeschlossen. Ne, warte mal, die Kronjuwelen, dafür muss ich noch in die Kanalisation. Und eine Nebenquest fehlt noch. Die Frage ist, wo kriege ich die jetzt her? Weil hier in den Slums, in Sektor 5... Da sind wir ja hergekommen mit Aerith damals. Ihr wisst ja, aus dem Sektor. Ist hier noch irgendwo was? Warte mal, Slums von Sektor 5. Da ist noch was. Was haben wir hier noch für eine Nebenquest, bitte? Ach, das ist die Kanalisation. Aber da kommen wir ja ganz schlecht runter, oder? Wie komme ich denn in die Kanalisation? Wie gesagt, eigentlich nur über Corneos. Oh, guck mal, Erschließungsgebiet. Wir gehen mal ein bisschen gucken. Wir gehen einfach mal ein bisschen gucken. Vielleicht mache ich auch noch mal so ein, zwei Kämpfe der Arena nebenbei. Um noch da ein paar Punkte mitzunehmen für unsere
für unsere Materia. Die muss ich auch noch alle. Eieiei. Aber ich habe mich jetzt echt davor gehütet nachzusehen. Aber ich wette mit euch, es kommt noch eine Esper. Es kommt noch eine Esper bei Chadley. Ich könnte es wetten. Verratet es mir aber bitte nicht und den anderen damit auch nicht, weil ich fand die Esper bisher richtig krass. Also die Kämpfe sind exorbitant schwer, gerade gegen Leviathan. Was ganz schöne Zitterpartie für mich. 20 Minuten lang nur gezittert. Vor Aufregung und Adrenalin. Echt geil. Warum ist echt die Minimap schon wieder aus? So. Warte, ich muss jetzt nochmal einmal hier durchflitzen und gucken, ob es da irgendwas zu tun gibt. Ach, gab's das? Warte mal, und ich will noch was gucken bei Gegenstände. Ich habe ja dieses Horn bekommen. Kampfberichtsscanner, ja. Schlüssel für Bürgerwehr, warte mal. Sams Auftragliste, so. Warte mal, Heilpflanze für Arzneien, für... Ja, ich weiß nicht, für was der ist. Das Horn wird als Zutat für Arzneien verwendet. Aha. Und das Diadem, also die beiden... Diademe habe ich schon, Rubin und Diamant. Dann brauche ich noch eins für Corneos Kronjuwelen. Was willst du? Weiß nicht. Da war der Besowski in der Gasse, den wir ja geheilt haben mit der Arznei. Das heißt Besowski, der hatte einfach nur Verstopfung, glaube ich. Der musste mal kacken, um es so zu sagen. Ja, müssen alle, von daher ist das nicht schlimm. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass jemand meinte, die Kämpfe wären so schwer, deswegen hat er nie Final Fantasy gemocht. Finde ich jetzt gar nicht. Also bei Thornberry, das ist halt eine Ausnahme. Der ist halt einfach so gestrickt, dass er diese super starken Attacken hat. Dafür ist das Vieh einfach so ziemlich harmlos, was das was so die Bewegungen angeht. Angeblich ist Corneo verschwunden. Aber ist ja auch Geschmackssache, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ja Leute, ihr habt keine Ahnung oder so. Ist ja jedem das eigene Ermessen, wie er es findet. Aber ich finde halt, die Kämpfe sind sehr knackig. Und man kann es ja auch auf Easy spielen, so ist ja nicht. Also das Original, da konnte man halt nicht die Schwierigkeit einstellen. Oh. Mann, das nenne ich Musik. Dieser Rhythmus motiviert einen richtig. Du machst auch einen erschöpften Eindruck. Hier, zieh dir das rein. Hast du mir jetzt gerade Drogen gegeben? Wutai. Nein, keine Drogen. Warte mal, kann ich irgendwo die Musikstücke eigentlich ansehen? Außer jetzt Schallplatten, da ist es doch. So, also die 5 fehlt noch, die 7 fehlt noch, die 13 fehlt noch. Ach man, es fehlt noch so viel. Das ist doof. Ja, also wenn es 30 insgesamt sind, fehlen noch 3 Stück jetzt. 13, 5 und 7. Ich guck nach, wo die sind. Bevor ich dann wirklich die letzte Entscheidung treffen muss, dass ich jetzt dann den Shinra Tower hochklettere. Nö. Dann schaue ich, wo die sind. Absolut. Das machen wir. Die geht's halt auch nicht rein, ne? Doof. Na komm, dann machen wir halt bei Don Corneo weiter. Avalanche. Weil noch hat ja keiner gesagt, hier, es geht nicht weiter. Also hier hin und nicht weiter. So nach dem Motto, also hier ist... Der Punkt ohne Wiederkehr. Wenn ich da bin, dann ist vorbei. Nein, bis jetzt war das nicht so. Deswegen kann ich einfach noch weitermachen in der Hauptstory. Ich denke mal nicht, dass es dann abrupt einfach nicht mehr weitergeht. Ich denke mal, die modernen Spiele gerade... Also früher war das ja, glaube ich, nicht so, oder? Da war es echt fies. Wobei, ich glaube, im Original 7er war es auch so, dass einem gesagt wurde, hey, wenn du hier weitermachst, dann geht's nicht mehr zurück. Gar nicht mehr. Du kommst nicht mehr in die Stadt. Gar nichts. Nix. Angeblich ist Corneo verschwunden. Natürlich ist Corneo verschwunden, er hat Angst vor uns. Ah ne, komm, also ich mach später Arena. Schade jetzt, dass es keine Nebenquests mehr gibt hier, die eine, die noch fehlt. Angeblich ist Corneo verschwunden. Ich hoffe, wie gesagt, ich kann ihn nochmal her dann. Nicht wahr, oder? Ah, warte mal, hier ist vielleicht noch was. Ne, die habe ich schon. Geht's auch nicht rein. Ja, wie gesagt, an Corneos Stelle wäre ich auch mal abgehauen, du. Ja, ich habe kurz aufgehört zu drücken, deswegen hat das wohl dann generell nicht angenommen. So, sind deine Schergen noch hier, Corneo? Wollen die mich aufhalten, hä? Na, was hatten sie für Gründe, ist die Frage.
Vielleicht komme ich ja jetzt einfach so wieder in die Kanalisation hier. Niemand hier. Hallöchen. Ist keiner da. Boah. Dass der uns angrabbeln wollte, der Ekelhafte, ne? Habe ich nicht vergessen. Oh, jetzt kommen wir auch hier durch mit Cloud. Aber hier war nur das... Ja, hier war nur das eine Item da, das habe ich ja schon. Oh, komm, da liegen die fetten Goldbarren. Nehmt euch mal ein paar mit. Die wiegen zwar was, aber... Guck mal, der ganze Reichtum hier, da liegt überall Gold rum, einfach so. Und den anderen Leuten in den Slums geht's halt so schlecht, ne? Muss ich dir mal reintun, Mensch. Tu dir das mal rein. Ich ja unerhört. So, hast du wieder ein bisschen Schlafgas für uns oder ist heute mal ohne? Ich werde nicht so gerne betäubt. Sag, wie es ist. Aber das war hier im Süden, oder? Vergnügungsraum. Oh. Für wen bitte? Für dich? Wenn du den fragst, mit wem, wen willst du mit dem kleinen Ding da glücklich machen, sagt er wahrscheinlich auch, ja, mich. Oh. Oh, da liegt ja noch was. Voll gut. Aber ich habe so das Gefühl, ich komme hier nicht weiter, ha? Huh? Muss oben. Ich brauche Hilfe. Oha. Hey! Es tut mir sehr leid, aber ich habe nichts gehört. Einfach wieder gehen, so ganz schnell. So, der wundersame Kristall. Wo ist er denn? Wundersamer Kristall. Ein wundersamer Kristall, in dem Bernstein eingeschlossen ist, reduziert die Effektdauer von Zustandsveränderungen, die auf den eigenen Charakter gewirkt werden. Wie auf den eigenen. Muss ich den gerade ausgewählt haben oder gilt das für den Charakter, der den Gegenstand ausgewählt hat? Ausgerüstet. Aber ziemlich cool, was man hier alles findet. War irgendwie klar, dass der Raritäten hortet. Gut, gut, gut. Ach, ja. Der stylische mit der Friese. Ihr seid es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Sag bloß, Barrett sieht jetzt auch Cloud als Anführer, weil er ihn noch zur Bestätigung anschaut. Was ist das für ein Loch? Habt da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie ihr auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Krass, wie explizit Cloud das einfach mal sagt. Normalerweise wird jetzt sowas kommen wie, dann machen wir dich fertig. Aber wir töten dich, das ist echt fies. Seid ihr soweit? Ja, komm. Man kann ja, glaube ich, nochmal zurück, von daher ist alles gut. Runter. Was ist das für ein Loch?
Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, zumindest war das bislang so. Warum die auf einmal die Leiter her? Die war vorher nicht da dran geschraubt. Naja. Das alte Volk, ein untergegangenes Volk, das die Fähigkeit besaß, mit Planeten zu kommunizieren. Menschen dieses Volks sollen es gewesen sein, die diesen Planeten erschlossen und eine Zivilisation darauf errichtet haben. Leider bleiben kaum noch Anzeichen von ihnen, sodass wenig über sie bekannt ist. Den Shinra-Konzern hält das nicht ab, Nachforschung über sie anzustellen. Ja, das alte Volk. Also, aber Barrett, der spürt das doch auch, habe ich gedacht, mit dem Marco, dass das den Planeten kaputt macht. Dann hat er entweder ein sehr feines Gefühl dafür oder... Weiß auch nicht. Und du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Puh, ich weiß noch nicht, ein Kinderspiel. Also, diese komischen Echsenviecher da letztes Mal, die waren ganz schön heftig. Finde ich jetzt mal so. So, ich nehme mal Barrett, weil ich will ja die Waffe ganz schnell skillen und dann wieder wechseln. Weil, wie gesagt, Nahkampfwaffen finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unpraktisch für Barrett. Das ist ja gerade das Gute, dass er ein Fernkämpfer ist als einziges. Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Na gut, Aerith auch, aber sie ist ja nicht wirklich ein Fernkämpfer. Oh je, die Kanalisation, das war letztes Mal richtig fies und eklig. Ist das Wasser wieder oben? Nee, aber hier kommen wir auch nicht weiter. Ist ja alles eingestürzt. Ist das wahrscheinlich noch die Folgeschäden? Wollte gerade sagen, haben wir hier was kaputt gemacht? Nein! Die Platte ist ja runtergeknallt. Das wird hier unten auch ein bisschen alles durcheinander gebracht haben. Oh, was? Oh, die meine ich. Bam. Bebende Erde. Habe ich schon analysiert, ja gut. Hey. Was am Ende der Welt mit dir? Oh, das macht gar nichts. Wow, was? Was locken? Jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Oh nein. Rostblase. So mies. Blase. Wie sie ausweichen, voll lustig. Aua. Gleich bin ich wieder frei und dann gibt's Power, du Schweinebacke. Oh, dieses Spiel, ey. So. Papa macht das mal eben hier. Papa Cloud. Ich wissen Papa Barrett ja. Dauert halt ein bisschen länger, aber macht ja nichts. Tifa. Also mittlerweile hat Cloud auch sehr wenig Lebenspunkte, wenn man das mal so sieht. Ich habe die Leiter gesehen eben.
Oh, passt ja. Ah, wie krass, oder? So ein Vieh. Ein Vieh ist schon genug, dass es uns fast fertig macht. Als Froschbande. Aber ich kämpfe ja auch nicht richtig. Ich bin eigentlich die ganze Zeit so am nicht richtig kämpfen, weil ich meine Waffen skillen will oder die Fähigkeiten skillen will. Das ist eigentlich schon ein bisschen doof. Da ist noch so einer. Aber willst du machen, ne? Wird mich lang dauern. Hau drauf, mein Schuss! Ich... Nö. Oh, Barret ist wach. Alles klar. Ans andere Ende der Welt mit dir! Das ist schon ganz schön Schaden, du. Wenn es trifft, macht es echt viel Schaden. Mich hört das nicht auf. Auf nimmer Wiedersehen! Abschlag! Keine große Sache. Aber auch mal heilen. Oh, so einer zu viel, aber gut. Wird nicht lange dauern. Warte, ich hab den Meister. Auf nimmer Wiedersehen! Aus dem Weg! Ich mach's. An die Arbeit! Boah. Das geht doch. Weiter geht's. Perfekt. Achso, warte mal, jetzt kann ich eigentlich wieder die Waffe wechseln. Aber schon ganz witzig, die Abrissbirne. Na gut, jetzt habe ich halt viel weniger Platz für Materia mal wieder. Muss ich sie lassen? Ist ja auch egal. Hauptsache die Materia-Skill ein bisschen. Oh, ein bisschen mehr. Keine Chance. Hey. Kann man noch? Kingstrahl. Nicht mit mir! Na gut. Ah. So eine Schande. Du bist der Schande. Ich leg los. Ich bin Klo. Zwecklos. Oh, ich war geklaut. Egal. Scheiß Schauen, Mensch. Vorstritt. Ist er auf? Peng. Das war's dann. Das gibt's ja gar nicht. So geht's auch. Sehr gut, weiter so. Oh, da ist natürlich auch dicht. Ach komm. Warum kannst du nicht. Jetzt habe ich halt Cloud geheilt, obwohl es total unnötig ist. Tifa hätte viel mehr Heilung gebraucht. Aber egal.
Oh. Oh. Warum ist das hier auf? Ich habe das nicht geöffnet. Ich will das letzte Diadem haben, aber hallo. War das Corneo vielleicht selbst hier? Könnte ich wetten, du. Das könnte ich wetten, dass Corneo das war. Aber wo ist er denn? Der Schelm, oh. Ah, mein Einsatz. Nicht jetzt. Nein. Jetzt hab ich hier das Sagen. Das wird lustig. Wow, Stufe gestiegen. Barrett hat 26 erreicht. Das andere Ende der Welt mit dir. Bam. Jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Komm schon. Ziemlich lästig. Los, gib alles. Versuch. Jetzt erst recht. Ja. Fertig. Ja, weiter so. Du auch, Cloud. Warum ist denn los mit Barrett? Der ist ja gar nicht mehr er selbst. Die beiden mögen sich ja auf einmal richtig, ja? Ich meine, wir erloben Barrett, er lobt Cloud. Verrückt. Und ich weiß, Jungfernkuss heilt den Froschzustand, aber ich bin irgendwie so geizig. Außer bei Äther und Heiltränken bin ich immer sehr, sehr geizig, was Gegenstände angeht. Räumen wir auf! Bin schon dabei! Na? Auf Onkel Barrett des Palast! Zerschall! Auf dem Weg! Das wird lustig! War was? Ich habe ein bisschen geschlafen. Alles gut. Sind ein paar neue Sachen vielleicht? Nee. Schade. Ach, schade, dort ist auch dicht. Guck mal, da ist der Hund wieder. Von Avalanche. Ja. Hier muss Jesse mit Biggs den Generalschlüssel versteckt haben. Ach man. Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Ach, wissen wir? Das ist schön. Aber das Wissen ist ja gut. Willkommen im Untergrund. Hier, in der Nähe ist ein Privatdurchgang von Don Corneo. Mhm, der da. Wartet mal, da sind noch Kisten. Ah, alle erwischt. Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Na toll. Ich habe schon gedacht, er macht das, weil er uns helfen will, Corneo zu stürzen vielleicht, weil es ein Arsch ist. Und dann sowas Banales. Bringen wir es hinter uns. Oh, eine dumme Abwehrstellung. Weißt du, man sollte nicht angreifen in der Abwehrstellung. Dann machen sie nämlich ihre Doppelschere. Okay, haben sie doch wieder gemacht. Habt ihr eigentlich Eis, ne? Ja.
Nerven. Oh, sogar Limit. Jetzt wird abgerechnet. Zack, zack, zack. Das war's dann wohl. So. Warte. Wie warte? Bist du schon wieder vor? So, was ist los? Was mit euch beiden? Gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Ach, um die Falle zu aktivieren für uns, ja. Neue Musik. Geil. Neue Musik, das finde ich doch toll. Das ist eins der letzten drei Stücke wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest. Lay down some rubber. Okay. Leg ein bisschen Gummi ab. Rubber ist auch umgangssprachlich für Kondom übrigens. Leg ein Kondom ab. Hier? Ja. Jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel! Ohne ihn sitzen wir fest. Das kleine Mistvieh. So ein kleiner Troll. Es ist da vorne abgebogen. Genug. Das ist auch. Jetzt das Gebet. Oh, Tiefenstufe 27. Oh, Vorsicht. Ganz kurz, ja. Giftmüll. Dann stecken wir natürlich ein, Giftmüll. Aua. Los! Vergiss es! Verzieh dich! Ja! Ist Barrett schon wieder ein Frosch? Das geht jetzt gerade gar nicht klar. Hey. War das nicht geklappt? Der Kampf beginnt erst jetzt. Jungfernkurs. Schuss mehr drin! Oh, cool. Jetzt liegt es an mir. Dein Ende! Zack! Entscheiden wir es! Ja? Du machst ja alleine fertig. Ja! Nimm das! Nachschlag! Kommt nicht! Jetzt nachsetzen! Die macht sie halt wirklich alleine fertig. Die Wasser die geilste. Sie ist halt einfach die krasseste. Fertig aus. Da gibt's keine Diskussion. Weiter oben. Hat die Sache verkompliziert. Ja, komm, so viel Zeit muss sein zum Hochhallen jetzt. Na
komm, es muss reichen. Diese Viecher, die sind echt krass. Mit ihren Zustandsveränderungen, mit ihrem Rumspringen und dann noch sind sie halt super widerstandsfähig gegen alles. Oh, warte, da komme ich her. Upsi. Na komm, wir können uns mal ganz ausruhen. So viel Zeit haben wir noch. Das ist immer diese... Jetzt bin ich ja gerade zurückgelaufen, nicht hält. Das ist immer dieses Aufgesetzte, dass man keine Zeit hat und schnell, schnell machen muss, ne? Dabei könnte ich jetzt wahrscheinlich erstmal eine Stunde lang hier rumstehen. Kaffeepäuschen machen oder so. Aber warte mal, ich werde vielleicht Barrett doch mal wieder die... Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Hier Barriere? Oh, Barriere ist bald voll. Sehr geil. Kann ich die rausnehmen? Habe ich auch mit FP-Boost. Heilen. Was haben wir hier? Toxin. Wiederbeleben. Hauen wir das doch mal hier rein. Heilen, ja. Das haben die auch bald voll endlich mal. Versiegelung. Hast. Heilen. Zerstörung. Okay. Da bin ich noch mehr von diesen komischen Krötenviecher, die sind echt doof. Ja, danke, brauche ich jetzt auch gerade nicht. Von innen verschlossen, aha. Das ist alles derselbe Bereich hier von Cameo. Fancy Pilze. Hier haben sich diese Biester ihr Nest gebaut. Sie könnten jederzeit irgendwo rausspringen. Sei vorsichtig. Danke, gut zu wissen. Hier unten wird, glaube ich, schon lange nichts mehr gemacht. Obwohl da noch Baugerüste stehen. Oh Mann, jetzt dringe ich auch noch in deren Lebensform ein. Schnell! Okay, Junge. Ich zähl auf dich. Wurde schon ungeduldig. War das? Roger, ich übernehme. Ein Akku-Junge? War das nicht das Vieh unter Cornelius? Das war doch das Vieh unter seinem Schlafgemach. Ein junges von Akku, Don Cornelius' geliebtem Haustier. Gemeinsam mit seinen Geschwistern greift es alle Lebewesen an, die in der Kanalisation landen. Sämtliche Angriffe füllen seine Schockleiste nur langsam. Eigentlich Feuer? Ja, du hast Feuer, aber brauche ich jetzt nicht. Ja, weiter so. Du auch, Cloud. Du auch, Cloud. Wir sind beste Kumpels mittlerweile. Der Jungfernkurs hat irgendwie nicht so wirklich was gebracht, oder? Vielleicht habe ich es einfach nur eingesetzt und habe die ganze Zeit immer wieder den Flug neu abgekriegt. Oh oh. Da ist er wieder. Der kleine Trollololol. Warte. Uha. Verdammt. Bin bereit. Keine Chance. Komm nicht. Aufsammeln. Oh nein. Überlass das mir. Die machen alle so viel Schaden, Mann. Habe ich den Blugu eigentlich schon? Ja, ne? Aber alle immer so viel Schaden, meine Fresse. Ich hab doch irgendwo das Gebet. Hat Barrett das? Mach dich acht. Zieh dich zurück. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Eieieiei. Oh, da ist noch eine neue Materie. Wahrscheinlich eine alte, die ich schon hab, aber. Ja, Toxin. Bauen wir uns mal ein bisschen Mana, auch wenn er sich ja sowieso immer wieder auffüllt. Durch rumlaufen.
Armor, voll. Ja, man merkt halt echt, dass die Angriffsmagie fehlt. Ey! Vor allem, wir töten die ganze Zeit die Jungen dieses armen Viehs. Ich finde, das ist auch ein bisschen gemein, oder? So, Trank. Los geht's. Was? Aua. Also. Hey, ohne dich wird das nichts. Ich leg los. Ja, ich bin ein bisschen zu sorglos. Ich merke das schon. Geht es wieder? Dein Einsatz. Wurde schon ungeduldig. Überlass das mir. Los! Zwecklos! Bin bereit. Du kleinen Mistviecher. Los! Na? Immer vorsichtig bleiben. Ja. Ich hab einfach... Ich gebe nicht auf. Der Krötenfluch. Schweinebacke. Jetzt war der Limit fertig. Schade, schade. Das ist dumme Vieh. Wie weit rennt das denn noch weg jetzt? Das schaffen wir. Keiner Dreckstroll. Und tschüss. Mein Einsatz. Ich bin bereit. Aui, zieht das ab, meine Güte. Für den Tod. Was dann? Hoho, 3-5. So ein Kratzer. Jetzt. Verdammt. Nichts. Nee. Hör mal auf drauf zu hauen jetzt. Was mit ihrer Doppelschere? Oh. War das etwa schon alles? Ja, nicht so großprotzig. Nicht so protzig. Ich frag mich, wie sich hier Don Corneo alleine durchschlägt. Das geht doch gar nicht. Oh nein. Mana verschwendet. Für die paar Pünktchen. Corneo kann doch bestimmt selber gar nichts. In die Hänge getrinken. Jetzt ist Schluss mit dem Unfug, klar. Onkel Barrett tut dir nichts. Komm her. Ja. War ja wohl klar, dass das Vieh jetzt da runter springt. Volle Konzentration. Mein Einsatz. Ich wach bleiben. Nee, die schon wieder dieser blöde. Zustandsverändernde Mist hier.
Das andere Ende der Welt mit dir! Oh nein! Ich glaube, es ist auch ein Frosch. Was ja echt. Oh, Tifa schläft nicht mehr. Gut. An die Arbeit. Oh, Barriere und Heilen sind auf Maximum. Glaube ich zumindest. Ja, Vitaga. Brauchst sie aber gar nicht bei sich. Der Kampf beginnt erst jetzt. Na? Zack! Wer geht aufs Haus? Nicht aufgeben. Lustig, lustig. Das war's dann wohl. Geht das auch mal gut, ne? Boah, diese Reise hier, diese Verfolgungsjagd, die nimmt gar kein Ende. Aber ich muss trotzdem ein Ende machen, Leute, denn der Bart ist lang genug. Ich danke euch fürs Zusehen. Es wäre mir eine Freude, wenn ihr mit dabei seid nächstes Mal. Lasst mir auf jeden Fall gerne noch ein Like auf die Folge. Und ja. Schreibt mir, wie euch die Story weiterhin gefällt. Das würde mich echt freuen. Wir sehen uns wieder zu Final Fantasy VII. Macht's gut. Tschüss.